Herzlich willkommen zu den UKAS Videoanleitungen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du dein Favicon ändern kannst. Du hast sicherlich schon ein Favicon gesehen. Jede Website hat seinen eigenen. Bei neu erstellten Webseiten bei UKAS ist ein Standard-Favicon eingestellt. Diesen Favicon finden wir im Dateimanager, zu dem wir über den Reiter Verwaltung gelangen. Die Datei heißt favicon.ico. Das .ico ist die Dateiform des Symbols. Unter dem Symbol findet ihr einen Link zu einer Seite, die solche Favicons anbieten. Je nachdem, womit sich eure Webseite beschäftigt, könnt ihr hier ein Icon aussuchen. Habt ihr beispielsweise eine Android-Webseite, könnte dieses Icon passen. Klickt da drauf und ihr gelangt zu der Materialseite. Wenn ihr etwas runterscrollt, könnt ihr die einzelnen Icons, die zu diesem Paket gehören, herunterladen. Downloadet das Symbol in dem Format ICO. Geht nun zu der Webseite zurück und öffnet euren Dateimanager. Kopiert euch den Namen Favicon und klickt auf Durchsuchen. Klickt mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um es umzubenennen. Kopiert nun den Namen Favicon wieder ein. Klickt auf Öffnen, um das Symbol auszuwählen. Lade jetzt das Symbol zu deinem Dateimanager hoch. Aktualisiere den Dateimanager, um sicherzugehen, dass das alte Favicon ersetzt wurde. Wenn du jetzt deine Seite aktualisierst, wirst du das neue Favicon noch nicht sehen können. Das liegt daran, dass dein Browser den alten Favicon noch in seinem Cache gespeichert hat. Diesen Cache kannst du beispielsweise mit dem Programm Computer Cleaner löschen. Wenn du deine Webseite nun wieder öffnest, ist das Favicon aktualisiert und auch für dich sichtbar. Du hast nun erfolgreich ein eigenes Favicon eingestellt. Es dient jetzt als Wiedererkennungszeichen deiner Webseite. Mehr Videoanleitung findest du auf video.ukos.de.